Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Let's Play. Wir spielen heute Late Night Mob von Lixian Games oder nur Lixian. Ich glaube, ein YouTuber und auch Entwickler. Ich bin gespannt. Es soll wohl ein bisschen an The Mortuary Assistant angelehnt sein. Zumindest hab ich das in seinem Entwicklervideo gesehen. Aber nur von der Atmosphäre her und vom Schocke her. Sonst, glaube ich, geht es darum, dass wir hier die Wohnung aufräumen müssen. Zumindest sind wir schon ein bisschen Müll. So, wir gucken mal. Option habe ich eingestellt, soweit ich hoffe, der hat es übernommen, denn es gibt kein Apply-Button. Gibt nur ein Back. Gut. Wir gucken mal. Ich drücke mal auf Play und Kamera mache ich weg. Los geht's. Hallo? Hey, sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? Na. I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Machen wir doch. Ist ja unser Job, also räumen wir für ihn auf. Frage ist nur, wo. Hallo? Die Frage ist nur, wo er selbst ist. Ist er in einem Hotel untergekommen oder arbeitet er noch so spät nachts? Egal, interessiert uns nicht. Wir räumen auf. Ja. Click, pick up. Hammer, wir haben einen Mob. Kleines Tutorial. Okay. Das fängt ja gut an. Einmal weggewischt und schon geht's los. Doors blocked. Huch. Okay, Müll kommt in den Mülleimer. Sehr gut zu wissen. Oh Gott, was hat er denn? Was bitteschön hat er denn? I, nein, komm, das ist nicht. I, was hat er denn gemacht? Ich meine, hat er eine Party gefeiert und feiert dann schon wieder eine Party? Der produziert wirklich ganz schön viel Müll. Aber uns soll es recht sein, wir werden dafür bezahlt. Wir räumen alles auf. Wir müssen erst einen Schlüssel finden dafür. Wisch, 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 wisch. Wischi, wischi, wisch, wisch, wisch. Also wenn meine Wohnung so aussehen würde. Ganz ehrlich, dann würde ich mich ja auch dafür. Geht das? Geht das? Wow, das geht. Wenn das wirklich gehen würde, geil. Also wenn meine Wohnung so aussehen würde, dann würde ich auch keinen Cleaner reinlassen. Das wär mir selbst so schon so peinlich. Kann ja nicht mehrere Sachen gleichzeitig nehmen? Nein. Zum Glück steht hier überall ein Mülleimer. Ich pass erstmal das ein bisschen auf. So, auch das da rein. Ist schon ein bisschen. Ich meine, es geht ja doch relativ einfach aufzuräumen, so ein paar Flaschen zusammen, ein bisschen Papier zusammen. Dafür extra jemanden zu beauftragen, ist auch ein bisschen Verschwendung. Aber gut, wenn man keine Zeit dafür hat. Zumindest besser, das doch irgendwann mal sauber zu machen, als dann das alles so zu lassen. Und ich möchte diesen Mob haben. Wenn er wirklich alles so schnell wegkriegt, geil. Möchte ich den auch gerne bei mir zu Hause haben. Das Zimmer ist sauber jetzt. Okay, gibt es hier sonst noch irgendwas? So ein bisschen zusammenräumen braucht man nicht. Die Kerzen brennen, das hätte ich auch ausgemacht. Brandgefahr. Na gut. Schaffen wir mal die Wasserflaschen weg. Kein Pfand drauf. Jetzt müssen wir das Zimmer eigentlich auch soweit fertig haben. Ja. Das Einzige, was jetzt theoretisch noch fehlt, ist das, was hier geblockt ist. Und dafür brauchen wir noch einen Schlüssel. Kann ich sonst nichts mehr machen? Die Frage ist nur, wo wir einen Schlüssel herbekommen. Und oder Pflanze? Nein. Vielleicht liegt hier vorne noch ein Schlüsselbrett. Nee. Hier was ist das Telefon? Schlüssel. Schlüssel, wo bist du? Können wir die Sachen aufmachen? Nein. Brauche ich das jetzt? Hat irgendwas geklopft? So, ich bin wahrscheinlich mit dem Kopf hier gegen den Kronleuchter gestoßen. Denn wo ist denn der Schlüssel?
ich das eigentlich, der hier, also dieses Klacken immer macht? Das ab und an kommt? Oder geht's weit? Oh Gott. Ich dachte, das wäre die Haustür gewesen. Na gut, da hätte ich lange suchen können. Wahrscheinlich gibt's dann erst diesen Abschnitt. Den Schlüssel. Aber wir machen erstmal sauber. Immerhin sind wir dafür gekommen. Sauber machen. Rennen kann ich nicht. Und hier vorne liegt dann noch einmal ein zusammengeknülltes Stück Papier. Ich würde am besten, also wenn ich das sehe, würde ich am besten gleich mit einem Müllsack durch die Wohnung laufen und einfach alles so einsammeln, statt immer wieder zum Müll zu rennen. Das ist sauber. Und da ist der Schlüssel. Da braucht man an. Alter, was? Hallo? Du bist aber... Du bist gar nicht klein. Ich dachte erst, hä? Hä? Mann, 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 Mann. Können wir da erstmal Licht anmachen? Oh Mann. Gut, ich habe den anderen Schlüssel schon gesehen. Den nehmen wir auch gleich mit. Dann wischen wir erstmal hier durch. Das sind unsere Hallos. Es ist spät in der Nacht. Das Haus ist dunkel. Alles voller Müll. Da spielen unsere Sinne wahrscheinlich einfach nur einen Streich mit uns. Oder das ist der Besitzer. Hat sich einfach einen Spaß da draus. Immer wieder Leute einzuladen. Die zu erschrecken! Mann! Das war jetzt aber eher wegen dem Geräusch, als wegen dem Ding, was hier hinten war. Alter! Beruhigen wir uns mal alle wieder. So viele Räume können es doch nicht mehr sein. Das Schlafzimmer. Was macht er denn in seinem Schlafzimmer? Hallo, hat der Durchfall oder was? Oh Mann, was feiert er denn vor? Ich möchte das. Er hatte wenigstens einen Mülleimer hier. Müll. Ist das Blut? Ja, mach zu. Ja, danke. Ich bin fertig. Ich bin fertig, ich gehe jetzt. Oh Mann. Warum gibt es hier denn keinen Mülleimer? Soll sie ewig lang laufen? Ja, also ob ich das Bad sauber krieg, naja, wird schwierig. Wird schwierig. Brauchen wir ganz viel Salz. Aber es ist zum Glück das Bad, wahrscheinlich Fliesen. Unser Mob schafft das. Ich glaube, unser Mob schafft das. Kann ja sogar Teppich reinigen. Ach Gott, hier ist ein Mülleimer. Und ich renn bis in die Küche. Hier geht's doch viel einfacher. So, hier noch. Und ich guck mich am besten gar nicht mehr um. Dann passiert sowas auch nicht mehr. So, einmal hier wischen. Na, komm. Das ist ein besonders hartnäckiger Fleck gewesen. Ist wahrscheinlich einfach irgendwas ausgelaufen in der Nacht. Hallo? Ja, ich brauche Trash. Ich habe kein... Kann ich es auspusten? Oh, da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen länger für. Ist cool, wie der auch einfach unter den Kerzen wischen konnte. Go home, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Und er die einfach immer anlässt. Da ist doch keiner, das kann doch alles abbrennen. Wir sollen nach Hause gehen, ne? Ja, ich habe dich gesehen, du. Du. Ich saug dich auch gleich auf mit meinem Mob. Da haben wir das Spiel geschafft. Haben wir es wirklich geschafft? Ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, da kommt zum Schluss nochmal irgendwas.
Nein, ich drehe mich nicht um. Nein, Spiel. Nein. Oh Gott, ich könnte wirklich gehen. The shop hey, will done ending. Thank you so much for cleaning the house. I really appreciate it. Sehr Although schön. You did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean, so I'll be deducting that from your payment. So yeah, thanks for that. Bitte, mach ich nie wieder. Mach ich nie wieder, wirklich. Woo, ich glaube, wir haben das gute Ende. Next. Das. Ah. YouTube-Members. Das waren doch ein paar, die das schon gespielt haben. So. Genau. Und wer bei dem Dude noch beigucken möchte, Laxian TV auf YouTube. Wir haben das extra. Es gibt drei verschiedene Enden. Nope, Worry Dead, The Job Well Done. Wir haben A Job Well Done, haben wir jetzt fertig. Es gibt noch zwei andere. Ich würde sagen, wir sind bei knapp 11 Minuten. Wir gucken uns jetzt auch noch die anderen Enden an. Also kommt, los geht's. Jetzt wissen wir auch, wie es funktioniert. Hey, zu schnell durchlauf. Sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess and. Oh, ich kann das skippen. Sehr gut. So. Ja, clean. Nächste Mal fürs letzte Ende. Machen wir uns Fast Wischen an. Das schnelle Wischen. Okay, jetzt auch immer dasselbe. Nicht random verteilt dann. So. Ich weiß nicht, ob wir alle drei erreichen. Ich denke mal, das nächste dann, wenn wir den Geräuschen noch nachgehen. Das werden wir jetzt auch machen. Und was, wie wir dann aber das letzte erreichen, mal gucken. Wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wenn was Spannendes passiert, schalte ich euch dazu. Ihr müsst ja nicht sehen, wie ich wieder aufräume. Okay, also bis gleich. So, bis hierhin war jetzt noch alles fein. Ich glaube, das erste ging los, als wir den Schlüssel genommen haben. Jetzt müsste an der Tür jemand sein. Ja, dasselbe. Hi. Aber der ist auch nicht gerade klein, ne? So, hier hinten. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Hi. Ich sehe ihn im Augenwinkel. Der lächelt aber auch so schön. Oh, schön. Was ist das? Haben wir den Raum jetzt durch? Ich möchte die Bettszene gern nochmal sehen, als er diesen Arm da unten drunter rausgestreckt hat. Oh, das habe ich schon wieder vergessen. So, hoch, das Schlafzimmer. So, alles gereinigt. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Boah, ein langer Arm. Und jetzt schauen wir mal, was da für komische Geräusche aufgetaucht sind. Irgendwas ging ja kaputt. Irgendwas haben wir wohl übersehen. Guck mal. Und wups. Die Audio habe ich vorher auch gar nicht beachtet. Okay, wir gucken mal, was da jetzt passiert ist. Die Tür ist immer noch geblockt. Ah, das Licht. Alter, was? Oh.
was war das jetzt für ein Ende? Very dead Ende, ja. Okay. It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, hope Mensch. You're good and healthy and alive. Sehr tot. Okay, bye. Das war's. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie wir denn bitteschön das dritte Ende erreichen. Nope. Kann ich? Ich probiere mal was, ob ich am Anfang gleich wieder gehen kann. Ich probiere das mal. Ich kann ja jederzeit wieder zur Tür. Wir playen mal. Wir skippen das. Also bei Nope könnte ich mir das vorstellen, dass wir einfach hier jetzt wieder... Na gut, den Anfang müssen wir wahrscheinlich machen. Upsi. Ja, komm, einmal cleanen. Der Donner. Und einmal in den Trashen. Oh, das habe ich gar nicht... Ja, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Nope, nein. Okay, dann müssen wir vielleicht... bis zum ersten Jumpscare machen und können dann gehen. Das probiere ich mal. So. Aber diesmal schneide ich nicht. Das machen wir jetzt zusammen. Währenddessen können wir ja ein bisschen quatschen. Über das Spiel. So. Haben wir nicht das erste Bad schon fertig. Den ersten Jumpscare haben wir auf jeden Fall da drin dann. Eigentlich recht cooles Spiel. Relativ kurz, aber das ist nicht schlimm. Es ist wieder mit Nanodyne Preis auf Itch.io, glaube ich. Auf Itch.io habe ich es gefunden. Oder auf GameChold. Ich glaube, es war Itch.io. Link findet ihr auf jeden Fall wieder in der Videobeschreibung. Also guckt da gerne mal nach. Probiert es gerne selber. Ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Und ja, man sieht die Ähnlichkeit zum Mimic-Dämon von The Mortuary Assistant. Passt halt auch hier so gut rein. Es fängt so unschuldig an, mit ein bisschen Aufräumen und dann BAM! Ich meine, klar, es sind reinweg Jumpscares. Atmosphärisch ist es jetzt, ja, jetzt nicht ganz so gruselig, würde ich sagen. Wobei, die Jumpscares, die machen auch eine gewisse Atmosphäre, bringen die rein. Wo man hinter jeder Ecke irgendwas denkt zu sehen. Aber so nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut, das Spiel. Muss ich mal schauen, was der Entwickler noch so auf Petto hat. Das kommt schon nah ran an... Danke. An mein Lieblings-Indie-Entwickler, N4BA. Also nicht nur Lieblings, aber einer meiner Liebsten mit, weil er erwischt mich auch jedes Mal mit seinen Jumpscares. Auch mit der Atmosphäre, das ist... auch immer richtig gut. Haben wir auch auf dem Kanal gespielt und ich werde jetzt auch im Anschluss noch ein Spiel von ihm spielen. Ich glaube, eines der ersten. Da bin ich auch sehr gespannt. So. Zweimal wischen noch. Schlüssel aufnehmen. Und yeah. Hi. Hi. Und wir hätten ihn fast erwischt. Gut, das reicht mir schon. Nope mal. Weil sonst, wenn wir alles aufräumen... Wow! Ja, click to leave. Nope, danke. Das reicht mir. Nope-Ending erreicht. Sehr schön. Well, glad to know I could count on you to get the job done. Oh, wait, you didn't! Ja. You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh, and also, you're fired. Als wenn ich fest bei dir angestellt wäre und tut mir leid, aber du hast ja selbst nicht gesagt, dass du einen Dämon bei dir hast. Kannst du selbst aufräumen. Zumindest die Hälfte haben wir gemacht. Dein Blutbad und vollgeschissenes Schlafzimmer kannst du selbst machen. Das Private Zone. Da bin ich raus. Und in diesem Sinne hoffe ich, euch hat's auch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch auch so ein Jumpscare erwischt hat beim Zuschauen. Oder ob ich selbst schon mal probiert habe, wie der Spiel findet. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in einem nächsten Let's Play wiedersehen. Bis dahin. Ciao.